Herzliches Willkommen zu einer Buchpräsentation hier im Österreichischen Journalistinnenclub in der Wiener Blutgasse. Unser Gast diesmal Herr Melzer, Herr Professor Melzer, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter. Warum heißt denn das eigentlich für Folter? Das stört mich eigentlich irgendwie die ganze Zeit schon. Ja, also das höre ich immer wieder, dass sich meine Gesprächspartner so ein bisschen um die Funktion drücken und sagen, das ist über oder für oder... Wissen Sie, es gibt eine Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität. Also das ist ja, niemand würde hier suggerieren, dass die Wirtschaftskriminalität betreiben wollen, nicht? Also genauso der Sonderberichterstatter für Folter, ich sage für das Thema Folter, ist natürlich nicht, dass ich hier Folter befürworte. Ich denke, hier müssen wir uns ein bisschen entspannen. Die deutsche Sprache, das deutsche für ist nicht das gleiche wie das englische vor. Herr Melzer, Sie sind Sonderberichterstatter für Folter bei den Vereinten Nationen. Was machen Sie dort? Ja, also ich bin mandatiert ernannt von den Staaten, vom Menschenrechtsrat der UNO, um Bericht zu erstatten, den Staaten und den Vereinten Nationen Bericht zu erstatten über die Einhaltung des Folterverbotes aller UNO-Mitgliedstaaten. Das ist natürlich über 190 Staaten, das ist eine riesige Aufgabe, die kann ich natürlich so nicht flächendeckend erfüllen. Ich habe drei Hauptarbeitsweisen. Das eine sind, dass ich Länder besuche und ganze Länder evaluiere. Das sind 2 bis 3 Länder pro Jahr, das Gefängnissystem, das Rechtssystem, das Polizeiwesen und so weiter und dort auch das Gerichtssystem, die Justiz und versuche auf Schwachstellen hinzuweisen, wo vielleicht es dann zu Misshandlungen oder zu Folter kommen könnte und wie man das korrigieren könnte, also Empfehlungen zu machen. Das ist auch nicht bindend, das sind Empfehlungen. Das Gleiche mache ich auch in Einzelfällen, also Folteropfer, deren Angehörige oder Anwälte können mich kontaktieren und mir sogenannte Urgent Appeals unterbreiten, wo ich dann im Interesse von einzelnen Folteropfern Regierungen, die verantwortlichen Regierungen dort intervenieren kann, bei dem Außenminister des UNO-Mitgliedstaats innerhalb 24 Stunden, wenn nötig, um da Schutz zu erwirken für diese Person, zum Beispiel eine Hinrichtung zu verhindern, eine Auslieferung zu verhindern oder eine Freilassung zu bewirken. Auch das ist wiederum, das sind Empfehlungen, die ich da aussprechen kann, das sind nicht bindende gerichtliche Entscheide. Und das Dritte ist, dass ich themenorientierte Berichte auf die Agenda der Generalversammlung setzen kann. Ich kann also gewisse, sagen wir mal, psychologische Folter oder Migration und Folter oder Korruption und Folter so als Thema, ich kann es thematisieren und Diskussionen dazu in der Staatenwelt auslösen. Das sind so die 3 Gebiete. Wie wird man das? Also kann ich jetzt sagen, ich möchte Ihr Nachfolger werden, rein theoretisch? Das können Sie sagen, die Frage ist, ob Sie die Staaten ernennen werden. Das werde ich vermutlich nicht, aber rein theoretisch? Ja, aber durchaus. Also es gibt ja verschiedene Sonderberichterstattermandate. Das eine ist jetzt, das Folterverbot, das andere zum Beispiel könnte das Recht auf Leben sein oder das Recht auf Nahrung oder das Recht auf Gesundheit. Es gibt auch Arbeitsgruppen, wo unabhängige Experten ernannt werden, Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen und so weiter. Also je nach Spezialgebiet, das Sie haben, können Sie durchaus sich also selber bewerben. Ist immer gut, wenn Sie in der Staatenwelt schon bekannt sind, wenn Sie einen Staat haben, der Sie dann auch unterstützt, Ihre Kandidatur unterstützt. Ich habe damals für die Schweizer Regierung gearbeitet, im Außendepartement als sicherheitspolitischer Berater. Das hat ganz sicher geholfen, ist aber nicht notwendig. Nicht, dass wenn man, sagen wir mal, der Manfred Nowak, einer meiner Vorvorgänger, der war natürlich sehr bekannt als Akademiker. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Okay. Jetzt haben Sie etwas gemacht, was eher selten geschieht für Sonderberichterstatter, nämlich gleich Bücher schreiben. Und zwar über einen Fall, den Sie am Anfang gar nicht betreuen wollten. Oder Sie haben ja nicht den Fall betreut, sondern die Sache betreut, um das genau zu formulieren, oder? Absolut. Also die Anwälte von Julian Assange, die sind auf mich zugekommen im Dezember 2018. Er war noch in der ecuadorianischen Botschaft. Ich sehe das jetzt noch vor den Augen, wie ich saß vor einem Computer, schrieb einen Bericht über Korruption und Folter und schrieb über politische Korruption. Also es ist auch die Ironie der Situation, nicht? Und da kam dieses E-Mail rein, das das erschien so auf meinem Bildschirm, Assange's lawyer ask for your protection, also die bitten um ihren Schutz. Und ich hatte diese instinktive Reaktion, nein, der nicht. Ja?
Und ich muss hier sagen, ich bekomme 10 bis 15 Anfragen pro Tag und ich kann vielleicht eine Anfrage bearbeiten. Also ich muss auch sehr schnell selektionieren. Aber warum der nicht? Genau, das war eben eine emotionale Reaktion, weil ich dachte, ja, das ist doch dieser Hacker, Vergewaltiger, Spion, Narzisst und so weiter. Dieses ganze negative Bild, das man von ihm gezeichnet hatte, ist so in mir aufgestiegen. Und ich sagte, ich kannte den Fall eigentlich gar nicht so gut. Nicht? Zur Zeit der großen Veröffentlichungen arbeitete ich für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Kriegsgebieten. Also für mich war das nicht so was Neues. Ich wusste vieles davon schon. Ich konnte es natürlich einfach nicht öffentlich machen, weil es eine Geheimhaltepflicht hatte. Und für mich, ich habe den Fall nie richtig verfolgt. Aber dieses Bild, das hatte ich in mir. Und es ging dann 3 Monate. Die Anwälte kamen dann nochmal zu mir zurück, kurz vor seiner Ausweisung aus der Botschaft und sagten, ja eben, sie hätten da Gerüchte, dass er bald ausgewiesen werden könnte, haben wir noch ein ärztliches Gutachten mitgeliefert einer bekannten amerikanischen Ärztin, die eben nicht eine Assange-Aktivistin ist, sondern Guantanamo untersucht hat und so weiter. Das habe ich mir dann angesehen und dann habe ich gemerkt, ja, aber Moment mal, woher habe ich denn diese Vorurteile? Wurde ich mir erst bewusst, dass ich überhaupt Vorurteile habe, ja? Dass das Vorurteile sein könnten. Und dann habe ich begonnen, das zu hinterfragen und war dann erschüttert, wie stark dieses Narrativ eigentlich verbreitet worden ist und wie wenig Beweise eigentlich da sind oder sogar wie ganz klar, dass ein konstruiertes Narrativ ist, für das es keine Beweise gibt. Und da war natürlich dann der Damm gebrochen, dann wusste ich, das muss ich untersuchen. Das hat Sie dann einfach interessiert? Ja, das nicht nur einfach interessiert, sondern ich war natürlich dann verpflichtet, mit meinem Mandat das zumindest zu untersuchen. Nicht? Also, und ich würde Ihnen auch gerne aus dem Buch. Wir fangen damit gleich an. Aus der Einleitung vielleicht eine längere, das ist die einzige längere Passage aus der Einleitung, vorlesen, um diese Brücke zu machen, um auch zu erklären, worum es in diesem Buch geht und wie ich dazu gekommen bin. Fangen wir an. Ja? Das haben wir besprochen, ja? Also, ich habe das nicht. Ich hatte auch die Zeit, nicht jetzt das 20 Mal einzuüben, aber ich habe es natürlich geschrieben. Also ist das eine Einleitung. Da sage ich, ein Buch zu schreiben gehört für gewöhnlich nicht zu den Aufgaben eines UNO-Sonderberichterstatters. Schon gar nicht eines über einen einzelnen, ganz bestimmten Fall. Eine Erklärung ist daher am Platz. Für mich ist dieses Buch ein dringender Appell, ein Mahnruf an die Staatenwelt, weil das von ihr erstellte System zum Menschenrechtsschutz auf ganz fundamentale Weise versagt. Ein Weckruf an die Öffentlichkeit, weil dieses Systemversagen jede Bürgerin und jeden Bürger unserer demokratischen Rechtsstaaten in Alarmbereitschaft versetzen sollte. Ein Aufruf, der daher auch als persönliche Aufforderung zum Aufwachen, zum Hinsehen und zur Übernahme von persönlicher und politischer Verantwortung verstanden werden will. Als UNO-Sonderberichterstatter bin ich vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beauftragt, die Einhaltung des Folter- und Misshandlungsverbots weltweit zu überwachen, Hinweise auf Verletzungen zu untersuchen und den betroffenen Staaten im Hinblick auf die Aufklärung von Einzelfällen Fragen zu stellen und Empfehlungen zu unterbreiten. Ich wurde mit dieser wichtigen Aufgabe betraut, weil ich mich als sicherheitspolitischer Berater meiner Regierung, als Völkerrechtsprofessor und Fachbuchautor, aber auch als Rotkreuz-Delegierter und Rechtsberater in Kriegs- und Krisengebieten seit mehr als 20 Jahren mit Verletzungen der Menschenrechte und des Kriegsvölkerrechts befasse. Ich habe auf 4 Kontinenten Tausende von Gefangenen, Flüchtlingen und Angehörigen besucht, viele davon Opfer von Folter und Gewalt. Ich habe in Palästen, Ministerien und Kommandozentren genauso verhandelt wie mit Soldaten und Rebellen im Niemandsland zwischen den Fronten. Wenn ich daher Hinweise auf Folter und Misshandlungen untersuche, dann weiß ich, wovon ich spreche. Ich lasse mich nicht schnell aus der Ruhe bringen und neige weder zu Übertreibungen, noch suche ich das Rampenlicht. Meine Welt ist die des diplomatischen Dialogs und des gegenseitigen Respekts, aber immer auch der Wahrheit und der Integrität. Denn Diplomatie darf nie zum Selbstzweck werden, sondern muss immer Mittel bleiben zu einem höheren Zweck. In meinem Fall ist dieser Zweck die Einhaltung des Folter- und Misshandlungsverbotes sowie die Untersuchung, Bestrafung und Wiedergutmachung von Verletzungen.
Wenn dies auf diplomatischem Wege nicht mehr zu erreichen ist, dann darf ich diesen Zweck nicht opfern, sondern muss ein anderes Mittel wählen, um die Ziele meines Mandates zu erreichen. Und eines dieser Mittel, liebe Leserin, lieber Leser, ist dieses Buch, das Sie hoffentlich bald in den Händen halten. Es ist, um eine ursprünglich martialische Redewendung für meine friedlichen Zwecke umzuformulieren, gewissermaßen die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln. Ja, das ist der Einstieg in dieses Buch. Habe ich zum ersten, also ich mache schon viele Buchpräsentationen. Das ist das erste Mal, dass wir Beifall auf der Bühne bekommen bei einer Buchpräsentation. Das ist ja ganz was Neues. Aber das nehmen wir natürlich gerne zur Kenntnis. Gehen wir jetzt wieder mal ins Inhaltliche zurück. Eine der Thesen, die man ja besprechen kann in diesem Fall, und wir haben das auch besprochen vor 2,5 Monaten, wie das Buch erschienen ist und wie wir diese Zoom-Konferenz gemacht haben gemeinsam, dass der Rechtsstaat zum Unrechtsstaat sehr schnell werden kann. Und man sieht das, glaube ich, sehr schnell an dem Beispiel Schweden, was ja die Basis auch der ganzen Geschichte, was Verleumdungen betrifft, Unwahrheiten betrifft und ähnliches mehr. Wie kommt es zu sowas und wie haben Sie das in Ihrem Buch aufgearbeitet? Ja, also das Buch ist eigentlich strukturiert in drei Teile. Der erste Teil heißt Blick hinter den Vorhang, wo es eben um diese Entwicklung geht von meinem... Also das erste Kapitel heißt auch, wie man einen Elefanten übersieht, nicht? Also wie übersieht man den Elefanten im Raum sozusagen? Also wie war das möglich, dass ich selber als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Folterverbot es nicht geschafft habe, die Wahrheit sofort zu sehen, dieses Falles nicht? Das und wie ich mich dann auf diesen Fall eingelassen habe und so Schicht um Schicht eigentlich diese Kulissen auf zur Seite schieben musste, um an die Wahrheit zu kommen und wie viel an schmutzigen Geheimnissen da zum Vorschein kam. Das ist so der Zweck des ersten Teils, wo ich dann den Assange auch besuchen gehe im Gefängnis mit zwei Spezialärzten, einem Psychiater, einem Forensiker, sehr erfahrenen Leuten, die seit 30 Jahren Folteropfer untersuchen und wir alle drei zum gleichen Ergebnis kamen. Der Assange zeigte die Spuren psychologischer Folter und zwar auf sehr starke Weise. Und dann, wie ich da interveniert habe bei den Staaten. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil, und das ist dann eben die Anatomie einer Verfolgung, wo ich dann akribisch eigentlich nachweise, also auch mit ganz gezielten Beweismitteln, nicht? Ich spreche Schwedisch, ich bin Doppelbürger, schwedischer und schweizerischer Doppelbürger, also ich konnte die schwedischen Original-Polizeiverhöre, soweit sie mir zugänglich waren, Textnachrichten der involvierten Frauen, E-Mails zwischen den Polizeibeamten konnte ich im Originaltext lesen und habe das hier dann verarbeitet und strukturiert nachweisen können, dass es hier eben nicht um ein rechtliches Verfahren gegangen ist, um ein politisches. Und das habe ich dann in allen vier Ländern gemacht, die hier involviert waren. Also die schwedische Seite, auch die britische Dimension, das Auslieferungsverfahren damals, das erste nach Schweden und die Kollusion zwischen den britischen und schwedischen Behörden, die ecuadorianischen Behörden und wie sie dann unter Druck gesetzt wurden, ganz deutlich von den Amerikanern, um den auszuliefern, den Assange, wie sie dann dem auch nachgegeben haben mit dem neuen Präsidenten in Ecuador. Und auch die Amerikaner natürlich im Hintergrund. Also ich habe das dann in dieser Anatomie der Verfolgung, das ist so der beweistechnische Teil, wo ich das dann nachweise. Und der dritte Teil ist dann, wo ich das nach außen trage. Und wenn es recht ist, könnte ich aus diesem zweiten Teil, einfach um eine Kostprobe zu geben, im schwedischen Verfahren, und es ist so komplex, dass ich hier nicht ins Detail gehen kann, aber es ging damals natürlich um Vergewaltigungsvorwürfe. Die Kurzfassung ist, dass zwei Frauen mit Julian Assange sexuellen Verkehr hatten, freiwilliger Basis, dass in beiden Fällen es aber zu ungeschütztem Verkehr gekommen ist und beide Frauen danach Angst hatten, sich mit HIV angesteckt zu haben. Das war ihre große Angst, das war auch das einzige Thema, das man sieht in der Korrespondenz zwischen den Frauen. Deshalb gingen sie zur Polizei. Zuerst wollten sie Assange dazu bringen, einen Test zu machen,
Man musste damals 3 Monate warten, wenn man selber einen Test machte, um ein positives oder negatives HIV-Resultat zu haben. Sie wollten nicht so lange warten, dachten, wenn er sich testen ließe, dann wäre das damit erledigt. Er wollte das nicht und daraufhin wollten sie ihn zwingen, indem sie zur Polizei gingen, um diesen HIV-Test zu erzwingen. Und was man dort sofort sieht in den Polizeiakten ist, dass dieses Anliegen des HIV-Tests wurde nirgends registriert. Obwohl es ganz offensichtlich ist, dass es das ist, was die Frauen wollten. Also die Interessen der Frauen interessierten die Polizei nicht. Sie haben sofort auf Vergewaltigung gedrückt und das dann auch ohne das Einverständnis der Frauen und ohne sie vollständig verhört zu haben, gingen sie sofort damit an die Presse und haben einen Haftbefehl für Vergewaltigung erlassen. Und im Nachhinein ist natürlich dann Entlastungsbeweise aufgetaucht, also diese Textnachrichten zwischen den Frauen, wo es immer nur um HIV ging, wo sie sich auch dazu äußern, dass sie nicht einverstanden waren mit diesen Vorwürfen, mit diesem Strafverfahren. Das wurde dann aber von den Behörden unterdrückt. Und das möchte ich dazu eine kurze Passage vorlesen. Die heißt Unterdrückung von Entlastungsbeweisen. Ein besonders entlarvender Aspekt des schwedischen Verfahrens ist die Art und Weise, wie die Behörden mit den SMS-Kurznachrichten der betroffenen Frauen umgingen, deren Inhalt dem behördlich forcierten Narrativ oft diametral widerspricht. Zwar ist aktenkundig, dass die in die relevante Zeitspanne fallende SMS-Korrespondenz der beiden Frauen von der Polizei sichergestellt wurde, für S, das ist die eine Frau, für S am 10. September 2010 und für A, das ist die andere Frau, am 27. Januar 2011. Allerdings wurde diese Korrespondenz von der leitenden Staatsanwältin anschließend als geheim klassifiziert und nicht einmal Assanges Strafverteidigern ausgehändigt. Die Herausgabe der SMS würde die Untersuchung gefährden, lautete die Standardantwort der Staatsanwältin. Es würde mehr als ein Jahr dauern, bis die Anwälte Thomas Olsson und Per Samuelsson endlich Zugang zu den Nachrichten bekamen. Jedoch unter derart prohibitiven Bedingungen, dass die effektive Verwendung der Nachrichten als entlastendes Beweismaterial praktisch unmöglich gemacht wurde. So durften die beiden Anwälte zwar am 8. Dezember 2011 im Dienstbüro des Chefermittlers Mats Gelin eine von ihm vorgenommene Auswahl von mehreren hundert ausgedruckten Nachrichten in Augenschein nehmen. Alle stammten aus dem Mobiltelefon von S. Doch es war ihnen ausdrücklich verboten, die Nachrichten zu kopieren, handschriftlich abzuschreiben oder Notizen zum Inhalt anzufertigen. Angeblich aus Gründen des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre. Rechte also, auf welche die schwedischen Behörden gegenüber Assange deutlich weniger Wert legten. Lediglich Datum und Uhrzeit von als relevant erachteten SMS durften schriftlich dokumentiert werden. Ansonsten mussten sich die Anwälte auf ihre Erinnerung verlassen und direkt im Anschluss fertigen sie ein Gedächtnisprotokoll besonders aussagekräftiger Nachrichten an, ohne dass sie dabei natürlich in jedem Fall noch den genauen Wortlaut wiedergeben konnten. Angesichts dieser Schwierigkeiten ist die inhaltliche Präzision der Abschriften, welche mit Originalquellen verglichen werden konnten, beeindruckend. Und hier noch abschließend. Selbst 4 Jahre später, als Assanges Anwälte dem schwedischen Bezirksgericht anlässlich einer haftrichterlichen Verhandlung am 16. Juli 2014 eine Kopie der SMS-Nachrichten als Beweismittel unterbreiten wollten, also als die Anwälte dem Gericht das als Beweismittel unterbreiten wollten, wurde ihnen dies mit der Begründung verweigert, diese seien von der Staatsanwaltschaft mit Geheimhaltung belegt worden. Dasselbe galt für das Berufungsgericht, sodass sogar die schwedischen Richter, welche jeweils über die Verlängerung des Haftbefehls gegen Assange befinden mussten, keinen Zugang zu den SMS-Nachrichten der Frauen bekamen und sich in der Urteilsfindung wohl oder übel auf die Behauptungen der Staatsanwaltschaft verlassen mussten. Man braucht natürlich nicht Rechtsprofessor zu sein, um zu verstehen, dass die rechtsstaatlichen Schutzmechanismen und Verfahrensgarantien mit diesem Vorgehen vollkommen ausgehebelt werden. Mit der bewussten Unterdrückung entlastender Beweismittel
haben die schwedischen Behörden aber nicht nur die Verfahrensrechte von Assange verletzt, sondern möglicherweise sogar den Straftatbestand der falschen Anschuldigung erfüllt. Okay, wir kommen jetzt zu der Frage, die natürlich Journalisten am meisten interessiert, nämlich die Quellengenauigkeit. Nicht? Also wie genau sind Ihre Quellen? Wenn ich mir den Umschlag anschaue Ihres Buches, dann lebt das ja von Schwärzungen. Also wie genau können dann die Quellen sein, wenn Sie so viele Schwärzungen erlebt haben? Sie sind wortgenau, punktgenau. Wo ich keine wörtlichen Zitate machen kann, habe ich das auch ganz klar dargestellt. Also es gibt hier, was Vermutungen sind, wird als Vermutung deklariert. Ich habe von den Behörden habe ich gar nichts bekommen. Keine Antwort. Also meine Fragen, inhaltlichen Fragen, wurden nicht beantwortet. Ich habe keine Beweismittel bekommen, habe aber von verschiedener Seite insgesamt etwa 10.000 Seiten verlässlicher Originaldokumente zusammensammeln können in den verschiedenen Sprachen. Vieles davon ist zensuriert und was hinter den schwarzen Balken ist, das kann ich natürlich nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist schon so, genügend Beweismaterial hier, um diese Schlüsse, die ich gezogen habe, hier einwandfrei zu belegen. Jetzt, Assange ist eigentlich Australier. Australien spielt da ja eine irgendwie untergeordnete Rolle in der ganzen Geschichte. Eigentlich ist es Aufgabe doch von Staaten, ihre Staatsbürger zu schützen. Also wenn ich in der Schweiz ins Gefängnis kommen sollte, erwarte ich mir vom österreichischen Staat, dass der Konsul vorbeikommt und sich darum kümmert, dass sie wieder rauskommen. Warum ist das in diesem Fall nicht so? Also Australien hat natürlich seine konsularischen Dienste angeboten, aber hat sich darauf auch wohlweislich beschränkt. Hier geht es aber, das ist ja nicht ein konsularrechtlicher Fall, das ist ein politischer Fall. Also müsste Australien hier das politische Gewicht zur Geltung bringen. Und das tun sie nicht, weil sie gehören natürlich genauso zu dieser Allianz der Geheimdienste wie alle anderen dort involvierten Staaten auch. Also das sieht man ganz klar, dass die australischen Behörden sich hier einfach nicht einmischen wollen. Aber die Geheimdienste dürften Sie eigentlich auch nicht ernst nehmen, nicht? Also Sie sind heute mit dem Flugzeug von Zürich nach Wien geflogen, wir gehen am Abend sicher essen noch, also und Sie haben keine Angst. Was sind das für Geheimdienste? Warum sollte ich Angst haben von Geheimdiensten? Naja, die haben ja auch Pistolen und so. Ja, schon, aber ich mache ja nichts Illegales. Weil Sie machen ja was Bösartiges. Sie decken auf, was Geheimdienste machen. Also, Sie machen das, Sie haben was Assange gemacht hat. Sie haben insofern recht, dass der Assange natürlich auch nichts Illegales gemacht hat. Aber der Punkt ist, dass ich bin beauftragt von den Staaten, das zu tun, was ich tue. Es ist zwar schon immer erstaunlich, gerade die westlichen Demokratien, wenn ich mich bei ihnen beschwere über Folterfälle, sind sie regelmäßig beleidigt. Aber der Punkt ist, das ist ja das Einzige, was ich dazu mandatiert bin. Also ich bin ja nicht dazu mandatiert, irgendwelche Ferienkataloge über schöne Länder anzufertigen, sondern Hinweise auf mögliche Verletzungen des Folterverbotes zu übermitteln und die Aufklärung zu verlangen. Sehr oft ist es natürlich so, dass gerade die westlichen Demokratien davon ausgehen, dass das nur in anderen Fällen der Fall ist, in anderen Ländern der Fall ist und fühlen sich da sehr, sehr unangenehm berührt. Aber es ist ganz wichtig, also mir ist es unglaublich wichtig, auch gerade bei reifen Demokratien ganz besonders genau hinzuschauen. Die Standards sind überall gleich, aber das sind ja so die Vorzeigestaaten, nicht? Die sich gerne international so auch menschenrechtlich als die Lehrmeister und die Musterschüler darstellen. Und wenn dort die Institutionen nicht mehr integer sind, ja, wo funktioniert es dann noch in der Welt, nicht? Deshalb finde ich schon wichtig, dass wir gerade dort bei den Staaten, die die Mittel und Institutionen haben, um ein echter Rechtsstaat zu sein, dass man dort eben auch dann ganz besonders insistiert. Keine Angst? Nein. Und Ihre Frau? Sie haben ja Frauen, Kinder. Was sagen die dazu? Nee, also ich meine, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, was da möglicherweise auf mich zukommt. Und man hat mir schon vermittelt auf diplomatische Weise, dass das nicht gut ist für meine Karriere, was ich hier tue. Nicht? Dass es da einen politischen Preis zu bezahlen gibt für solche Einsätze.
Aber ich denke nicht, wenn ich predige meinen, ich lehre meine Studenten, ich würde es fast Predigen nennen, schon seit Jahren, bindet euch nicht an Funktionen, ja? Bindet euch nicht an Einkommen, bindet euch an eure Integrität. Weil wenn ihr für Einkommen und Ehre und Funktionen eure Integrität verliert, dann habt ihr alles verloren. Aber wenn ihr alles andere verliert für eure Integrität, dann habt ihr eigentlich nichts verloren. Weil dann werdet ihr nur die Funktion wechseln müssen. Und die nächste Funktion wird eine sein, wo ihr mit eurer Integrität willkommen seid. Ja? Auch wenn das ist, dass ihr vielleicht einen ganz anderen Beruf habt. Aber ich dachte, ich bin jetzt in dieser Funktion, ich habe dieses Mandat und ich nehme das ernst. Ich werde hier diesen treffenden Ausdruck im Englischen speaking truth to power, die Wahrheit, der Macht, die Macht mit der Wahrheit zu konfrontieren. Das ist doch das Privileg dieser Funktion, dass ich das jetzt machen darf und machen kann. Das sehe ich als meine Pflicht. Und der Rest, da löst sich dann von selber. Okay. Jetzt machen kann und jetzt machen darf. Das Mandat endet bald. Was in einem ist Jahr. Los? Ja. Ich habe mein Leben nie geplant. Ich habe es immer entdeckt. Und das ist ein zweiter Ratschlag, den ich auch den Studenten immer gebe. Folgt eurer Leidenschaft. Ja? Macht etwas, was euren Einsatz wert ist. Und das wird euch zum nächsten führen. Weil wenn ich mein Leben plane, dann kann es ja nicht besser werden, als ich es mir vorstellen kann. Aber wenn ich es nicht plane, dann kann ich mich überraschen lassen. Okay. Bevor wir zur letzten und dritten Stelle im Buch kommen, muss ich dann schon noch eine Frage stellen. Wenn Sie das alles nicht planen und alles auf Sie zukommt, was kommt jetzt danach irgendwann auf Sie zu, wenn Sie nicht mehr Sonderberichterstatter sind? Ich weiß es ja eben nicht. Das wissen die Götter, oder wie? Die Götter wahrscheinlich wissen sie es, ja. Okay. Wir haben ein Problem, glaube ich, was wir auch haben, ist, dass Sie mit Ihrem Buch die Wahrheit an die Öffentlichkeit bringen wollen. Das ist auch das Stichwort für den dritten Einstieg, den wir vereinbart haben. Gibt es die Wahrheit? Kann es eine Wahrheit geben? Alte philosophische Diskussion, ich weiß, aber trotzdem. Ja, natürlich gibt es die. Und ich denke, das Gefährliche ist nur, wenn wir denken, dass unsere Wahrheit die ganze Wahrheit ist und die einzige Wahrheit ist. Und ich denke, auch hier, um ehrlich zu sein, die Geheimdienste sind ja keine bösen Menschen. Die wollen ja einfach ihre Staaten schützen. Nicht? Das sind unsere Wachhunde. Ja? Und ich sage das nicht despektierlich, ich meine auch respektvoll. Wachhunde müssen ein bisschen aggressiv sein. Die müssen jeden anbellen, ja? auch mal den Postboten. Nicht? Wir wollen ja nicht einen Wachhund, der winselt und der zögert. Ja? Also die Polizei und die Geheimdienste und das Militär, die müssen, also wenn ich einen Leibwächter habe, dann möchte ich ja einen Leibwächter, der überall Gefahren sieht, lieber als einer, der allen vertraut. Nicht? Das gehört ein bisschen zur Natur dieser Funktion. Aber Wachhunde hält man an der Leine. Ja? Und die Leine, das ist die Aufsicht. Das ist unglaublich wichtig, weil die Geheimdienste, die Sicherheitsdienste, die haben sehr viel Macht und können sehr viel Schaden anrichten. Das müssen sie haben, aber sie müssen überwacht. Und deshalb braucht es Transparenz. Deshalb braucht es eben das Öffentlichkeitsprinzip, das Recht auf die Wahrheit. Wenn das jetzt zum Verbrechen gemacht wird, dass man die Wahrheit sagt, dann übernimmt natürlich dann der Machtmissbrauch sofort. Das ist nicht, weil das böse Menschen sind, sondern weil alle Menschen diese Tendenz in sich haben. Ja? Wenn sie ein Parkverbot nicht durchsetzen, dann wird es auch nicht respektiert. Das ist auch bei Geschwindigkeitsbegrenzung genauso, weil wir alle die Tendenz haben, den uns gegebenen Raum auszunutzen. Wenn Sie kleine Kinder haben, wissen Sie, wovon ich spreche. Das ist nicht böse, das ist ja auch ein guter Lebenstrieb, nicht? Aber da kann sehr schädlich werden, wenn man einer Menschenorganisation sehr viel Macht gibt und die nicht beaufsichtigt. Ich denke, da jetzt fällt mir nur so ein, nicht? Der Bundesnachrichtendienst in Deutschland ist schwer in Kritik gekommen. Da wurde die Kontrolle ausgeübt vom Staat, also von dem gleichen Staat, der eigentlich den Bundesnachrichtendienst eingesetzt hat, nämlich um das zu machen. Das kann ja nicht funktionieren, oder? Das ist immer wieder ein Problem. Das sehen wir auch, sagen wir, bei Gefängnisaufsicht, nicht, wenn man eine Beschwerdeinstanz hat in einem Gefängnis, die aber demselben Ministerium untersteht wie das Gefängnis selber.
der Minister oder die Ministerin obendran hat natürlich kein Interesse, dass an die Öffentlichkeit, dass da irgendwelche Foltervorwürfe an die Öffentlichkeit kommen. Also deshalb funktioniert das eben nicht, die Aufsicht, die nicht unabhängig ist. Deshalb ist gerade die Unabhängigkeit meines Mandates so wichtig und deshalb ist auch die Unabhängigkeit der Presse so wichtig, weil die Presse, nicht, die ist ja nicht da, um uns zu unterhalten. Ja? Die ist ja da, um uns zu ermächtigen, um uns die Möglichkeit mit Information ist Macht, nicht? Uns mit Information zu versehen, damit wir unsere demokratische Macht, die ja bei uns dem Volk ist, ausüben können. Die Regierung hat ja die Macht von uns, dem Volk. Also die Bevölkerung delegiert seine Macht und bezahlt Steuern, damit die Behörden im Interesse der Bevölkerung agieren können. Und die Presse ist dafür da, das zu überwachen, weil wir ja nicht selber immer hinschauen können. Dafür ist ja die Presse die vierte Macht im Staat, um hinzusehen und uns zu informieren. Und wenn das natürlich, das ist ja das, was der Herr da, Julian Assange, gemacht hat, weil die großen Medien diesen Raum weitgehend freigelassen haben, kommen Organisationen wie WikiLeaks mit all ihren Jugendfehlern und so, die sie halt haben, kommen sie herein und versuchen, diesen Raum auszufüllen und eben der Bevölkerung diese Information zu geben, die sie braucht. Dritte Stelle. Ja, hier möchte ich eigentlich in die Gegenwart kommen. Julian Assange ist im Moment in Auslieferungshaft. Und ich möchte, da wird immer wieder gesagt, ja, Vereinigtes Königreich, das ist natürlich ein Rechtsstaat, nicht? Also das ist ein Auslieferungsverfahren, das muss jetzt rechtsstaatlich durchgeführt werden. Ist ja normal, dass er in dieser Zeit im Gefängnis ist und so weiter, weil sonst flieht er ja. Und ich möchte hier einfach zum Vergleich mit einem anderen Fall mal ein bisschen illustrieren, Augusto Pinochet. Und das soll illustrieren, wie es auch sein könnte, nicht? Vielleicht sagen wir mal ganz kurz, wer er war. Augusto Pinochet ist der Ex-Diktator von Chile, der in den 70er Jahren einen demokratischen gewählten Präsidenten ermorden ließ und dann die Führung übernommen hat in Chile während mehr als 20 Jahren, glaube ich. Also das war der Fall Allende, Übergang von genau. Allende. Genau, und diese Diktatur aufgebaut hat mit Zehntausenden von Opfern. Und diese Diktatur wurde natürlich unterstützt von den USA, aber auch von Großbritannien, war auch ein Alliierter im Falklandkrieg der Engländer. So, und jetzt sehen wir eben, wie der behandelt wurde im Vergleich zu Assange in der rechtlich gleichen Situation. Vor dem Gesetz sind alle gleich. In einem Rechtsstaat müssen vergleichbare Fälle also gleich behandelt werden. So wie heute Julian Assange befand sich der chilenische Ex-Diktator Augusto Pinochet vom 16. Oktober 1998 bis 2. März 2000 ebenfalls in britischer Auslieferungshaft. Spanien, die Schweiz, Frankreich und Belgien wollten ihn wegen Folter und anderer schwerer Menschenrechtsverletzungen strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Und wie heute Assange, so bezeichnete sich damals auch Pinochet als Englands einzigen politischen Gefangenen. Allerdings wurde ein britischer Gerichtsentscheid, der Pinochets diplomatische Immunität aufhob, wegen möglicher Befangenheit eines Richters sofort wieder für ungültig erklärt. Der Richter war offenbar freiwilliger Helfer für die lokale Spendensammlung der Organisation Amnesty International gewesen, welche in dem Verfahren als Nebenklägerin auftrat. Nicht so im Fall Julian Assange. Hier durfte Richterin Arbuthnot, deren Ehemann mehrfach von WikiLeaks exponiert worden war, nicht nur Assanges Haftbefehl aufrechterhalten, sondern wurde auch noch gleich als verfahrensleitende Richterin für das amerikanische Auslieferungsverfahren eingesetzt. Pinochet, der Zerstörung Zehntausender von Menschenleben verdächtigt, wurde von den britischen Behörden weder beschimpft noch in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt oder in Isolationshaft gehalten. Es gab kein Frohlocken von Premierminister Blair, dass in Großbritannien niemand über dem Recht stehe, und keine offenen Briefe von Abgeordneten an die Regierung, die seine Überstellungen an andere Länder forderten. In Klammer, das alles wurde bei Assange gemacht. Pinochet verbrachte seine Auslieferungshaft in Hausarrest in einer Londoner Villa, wo er unbegrenzt Besucher empfangen durfte, vom chilenischen Privatpriester zu Weihnachten bis zu der mit ihm befreundeten früheren Premierministerin Margaret Thatcher. Nicht so im Fall Julian Assange.
Der gewaltlose Überbringer unbequemer Wahrheiten wurde in Isolationshaft gesperrt und seiner Verteidigungsrechte beraubt, selbst nachdem er seine Strafe für die Kautionsverletzung abgesessen hatte und für den Rest des Auslieferungsverfahrens in einem Hausarrest hätte entlassen werden können. Auch Pinochets Gesundheitszustand war beeinträchtigt. Zwar wies der General selbst die Idee einer Entlassung aus humanitären Gründen weit von sich. Doch dann schritt Innenminister Jack Straw persönlich ein und ordnete eine ärztliche Untersuchung an, welche dem früheren Militärputschisten und Diktator immerhin Gedächtnisverlust und Konzentrationsschwierigkeiten attestierte. Ein unabhängiges Zweitgutachten, das von mehreren Regierungen verlangt worden war, wurde von Großbritannien verweigert. Stattdessen entschied Straw gleich selbst, ohne richterliche Überprüfung der ärztlichen Befunde und ohne Berufungsmöglichkeit der Gegenparteien, dass Pinochet nicht verhandlungsfähig sei und ordnete seine unverzügliche Freilassung an. Ganz anders im Fall von Julian Assange. Hier wurden mehrere unabhängige ärztliche Gutachten sowie mein eigener Befund als UNO-Sonderberichterstatter für Folter ignoriert. Und das Verfahren wurde selbst dann ohne Rücksicht auf Assanges Gesundheit und Verhandlungsfähigkeit weitergeführt, als er vor Gericht offensichtlich kaum mehr seinen eigenen Namen wiederholen konnte. Zwar wurde Assanges Auslieferung in die USA am 4. Januar 2021 ebenfalls aus medizinischen Gründen abgelehnt. Doch die britische Regierung ordnete keineswegs seine sofortige Freilassung an. Stattdessen durfte die USA gegen dieses Urteil Berufung einlegen und wurde Assanges Entlassung auf Kaution weiterhin wegen Fluchtgefahr abgelehnt. Abschließend, der Vergleich der beiden Verfahren zeigt in aller Deutlichkeit das ungleiche Maß, mit dem hier gemessen wird. In Pinochets Fall ging es ganz offensichtlich darum, einen alliierten Diktator aus der Zeit des Kalten Kriegs und vor allem des Falklandkriegs Straflosigkeit für die ihm vorgeworfenen Völkerrechtsverbrechen zu sichern. In Assanges Fall hingegen geht es darum, ein abschreckendes Beispiel zu statuieren an einem unbequemen Dissidenten, der genau diese Straflosigkeit gefährdet. Mit Recht und Gerechtigkeit hat beides nichts zu tun. Ja, das war unser Blick durch Ihr Buch. Wie kommen Sie zu dem Buch? Sie können es gerne hinten kaufen. Sie sind bereit, Widmungen hineinzuschreiben, nehme ich an, und damit das Buch wertvoller zu machen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen nach Wien. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass Sie in dem Jahr vielleicht noch was erreichen können oder nicht, werden wir sehen, aber es ist wahrscheinlich nicht Ihr Geschäft, ihn frei zu bekommen im engeren Sinne. Ich hoffe natürlich, dass er befreit wird. Deshalb habe ich damals auch jetzt im Anfang Juni den Aufruf von Genf mitgetragen für die Freilassung von Assange. Der Aufruf, der jetzt in deutscher Sprache heute auch hier in Wien aufgelegt wird. Und ich hoffe natürlich, da die Regierungen ihren Pflichten nicht nachkommen, da ich selbst bei der UNO interveniert habe, in der Generalversammlung in New York und im Menschenrechtsrat in Genf ohne Resultat, ist es hier jetzt natürlich an der Bevölkerung, die Meinung zu sagen, es ist an der Presse, die Verantwortung zu übernehmen und diesen Mann freizukriegen und aber auch wirklich dafür zu sorgen, dass uns die Pressefreiheit und das Recht auf Wahrheit erhalten bleibt. Weil das ist für Assange wichtig, aber auch für uns alle und für unsere Kinder und unsere Großkinder. Okay, vielen Dank. Noch eine Geschichte, dann kommen wir zu den Fragen. Ja, ich habe schon gesehen, dass Sie eine Frage stellen wollen. Bitte bereite jetzt das weitere Mikrofon vor, was wir haben, weil wir brauchen jetzt das Mikrofon. Vorweg noch, die Journalisten, die anwesend sind, können Rezensionsexemplare bestellen. Eine Liste gibt es hier, geht an den Verlag weiter und der Verlag entscheidet. Alle anderen können das Buch gerne kaufen. Wie gesagt, ich bedanke mich einmal fürs Kommen. Das ist nämlich der offizielle Teil der Veranstaltung. Jetzt machen wir aber gleich weiter mit Ihren Fragen.